Ethik einfach erklärt. Antisemitismus. Seit mehr als 3800 Jahren. Definition. Antisemitismus bedeutet ein abneigendes bzw. feindschaftliches Verhalten von Menschen ausschließlich gegenüber Juden. Es zeigt sich in Beschimpfungen, in Lügen, in Erniedrigungen, in Ungerechtigkeiten, in körperlicher Gewalt oder in organisierter Massentötung. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Antisemitismus jedoch etwas ganz anderes. Im Wortteil Semitismus steckt das Wort Semiten. Semiten ist eine Volksgruppe, zu der all jene Völker gehören, die die semitische Sprache sprechen. Und semitische Sprachen sind zum Beispiel Aramäisch, Äthiopisch, Arabisch oder Hebräisch, also die Sprache der Juden. Die Vorsilbe Anti in Antisemitismus gegen würde somit bedeuten, dass Antisemitismus sich gegen die Semiten richtet. Gegen all jene Völker, die die semitische Sprache sprechen. Gegen die Araber, die Aramäer, die Äthiopier und die Hebräer. Den Begriff Antisemitismus prägt im Jahr 1879 der rassistische Ideologe Wilhelm Marr. In seiner Propagandaschrift Der Sieg des Judentums über das Germanentum behauptet er, dass sich die Juden verschwören, um den Staat zu übernehmen. Jener Journalist aus Hamburg gründet die Antisemitenliga, deren Anhänger, also die Antisemiten, in den Juden nicht mehr die Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, sondern einer minderwertigen Rasse sind. Der Antisemitismus begann nicht erst 1879 nach Christus, sondern hat seinen ersten religiösen Konflikt in vorbiblischer Zeit, nämlich als 1800 vor Christus Abrahams 12 Urenkel, die Erzväter der 12 Stämme Israels, ihr Volk in Kanaan begründeten. Und dieses an einen Gott glaubende monotheistische Volk Israel weigerte es, sich die polytheistische Religion der ansässigen Machthaber anzunehmen. Glaubenskonflikte waren somit absehbar. Um 30 nach Christus tritt das Christentum, das anfänglich als jüdische Sekte galt, in Erscheinung. Zentral ist die Kreuzigung Christi. Hier verunglimpft, verfolgt und diskriminiert das Christentum die Juden als die Mörder Christus, und das bis zum heutigen Tag. 380 nach Christus wird das Christentum in Judäa, das seit der Eroberung Jerusalems im Jahre 63 vor Christus von den Römern beherrscht wurde, auf Betreiben des römischen Kaisers Theodosius I. zur Staatsreligion. Judenfeindliche Vorstellungen prägen in der Folge immer stärker die Politik und führen zu diskriminierenden Gesetzen. Zwischen 300 bis 600, unter anderem auch durch das dritte Konzil von Toledo, wird den Juden verboten, christliche Frauen zu heiraten, Sklaven zu halten, offizielle Ämter auszuüben und vor Gericht gegen Christen auszusagen.